Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Morgenlob. Wir wollen beginnen mit dem Lied Vertraut den neuen Wegen Nummer 860 und der Psalm steht dann bei Nummer 633, 5 und 6. 633, 5 und 6. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vertraut den neuen Wegen, auf denen der Herr uns weiht. Weil Leben heißt sich Regen, weil Leben wandern heißt. Sei Leuchten Gottes Bogen, am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen, die zu sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und weit. Frieden verkündet der Herr seinem Volk, sein Heil ist nahe. Einst hast du, Herr, dein Land begnadet und Jakobs Unglück gewendet. Hast deinem Volk die Schuld vergeben, all seine Sünden zugedeckt. Hast zurückgezogen deinen ganzen Grimm und deinen glühenden Zorn gedämpft. Gott, unser Retter, richte uns wieder auf. Lass von deinem Unmut gegen uns ab. Willst du uns ewig zürnen? Soll dein Zorn dauern von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder beleben, sodass dein Volk sich an dir freuen kann? Erweise uns, Herr, deine Huld und gewähre uns dein Heil. Ich will hören, was Gott redet. Frieden verkündet der Herr seinem Volk und seinen Frommen, den Menschen mit redlichem Herzen. Sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. Seine Herrlichkeit wohne in unserem Land. Es begegnen einander Huld und Treue, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Treue sproßt aus der Erde hervor, Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. Auch spendet der Herr dann Segen und unser Land gibt seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor ihm her und Heil folgt der Spur seiner Schritte. Betrachten wir wieder den Psalm und lassen uns von einem oder zwei Versen anregen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Frieden verkündet der Herr seinem Volk, sein Heil ist nahe. Hören wir das Evangelium vom 15. Sonntag im Jahreskreis nach Markus. In jener Zeit rief Jesus die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben, und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die 12 machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranken mit Öl und heilten sie. Singen wir als Antwortruf einen Ruf, der nicht im Gotteslob steht. Geh mit uns auf unserem Weg. Singen wir das Benediktus bei der Nummer 617.2. 617.2. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen.
hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht. An den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindes Hand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind des Prophetes, höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes. Wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Legen wir diesen Tag und all unsere Wege, die wir heute gehen, in Gottes gute Hände. Unser guter Gott segne heute unsere Schritte. Er sei unser Wegbegleiter. Er begleite auch die Menschen, die uns begegnen, mit seiner Kraft, seinem Trost, seiner Liebe. So segne uns und alle der gute und uns liebende Gott, der
Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das Wunschlied steht heute bei der Nummer 707 und ein neuer Morgen. Nummer 707. Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt, auf steinigem Grund wachse in mir. Sei keimender Same, sei sicherer Ort, treib Knospen und blühe in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einen neuen Tag. Blühe in mir, halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich und deine Erde. Herr, du bist die Güte, wo Liebe zerbricht, in kalter Zeit atme in zündender Funke, sei wärmendes Licht, sei Flamme und brenne in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einen neuen Tag. Brenne in mir, halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich und dein. In dunkler Welt lebe in mir. Sei froher Gedanke, sei tröstender Blick, sei Stimme und singe in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einen neuen Tag. Singe in mir, halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich und deine Erde. Ja, ich wünsche allen einen schönen Tag, einen gesegneten Sonntag und eine gute kommende Woche. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.